Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco. Ich bin die Josie, hi. Wir haben heute ein Gemeinschaftsprojekt hier stehen. Ja. Das haben wir gemeinsam, nacheinander aufgebaut. Genau. Ich habe die Vase gebaut und du hast den Rest gebaut. Richtig. Ich durfte dann die Blüte bauen. Ja, ich war von der Vase schwer begeistert, weil das hier alles Prints sind. Auch hier unten an der Unterseite und so alles schön bedruckt. Wäre mit Stickern auch nicht zu machen. Ich habe schon so Sticker gesehen, die auf solche gewölbten Oberflächen drauf sollen. Aber dann hast du ja immer diese... Der Sticker knickt dann ja immer, weißt du? Ja, ja, ja. Du kannst einen Sticker ja nur auf eine ebene Oberfläche genau bringen und das hier ist ja in alle Richtungen gewölbt. Also das muss man bedrucken. Und sie haben es bedruckt und es sieht, finde ich, klasse aus. Ich finde die toll. Die erinnert mich, hatte ich schon letztes Mal gesagt, an so Vasen, die meine Oma früher immer in den, in den Vitrinen und sowas stehen hat. Oder auch so an dieses alte Geschirr. Ja, genau, blauen, genau. Ja, finde ich sehr schön. Gibt es auch eine Bezeichnung für, aber ich kenne sie sehr edel nicht. Müsste man Horst Lichter fragen, der wüsste das vielleicht nach dem ganzen Bares für Rares. Aber egal. Tolle vielleicht Blüten. Vielleicht wird man die da auch. Pfirsichblüten, ne? laut wie wir jetzt wissen. Wie wir jetzt wissen, Pfirsichblüten. Okay. Ich dachte ja, es wäre eine Orchidee. Ja. Nur Orchideen im Kopf. Sieht auf jeden Fall schick aus. Finde ich auch. Zeig mir gerade mal die Packung. Da sieht man ja nämlich, wie sie laut der Bauanleitung zusammengesteckt werden sollen. Aber wir haben da ja jede Menge von diesen Technikverbindern, die man zusammenstecken kann. Und die kann man in alle möglichen Richtungen drehen, wenn man sie zusammensteckt. Also man kann sich ja selbst überlegen, wie sollen sich die Äste bewegen. Und man kann das auch ein bisschen so machen, dass das Ganze gut austariert ist. Also wenn man jetzt diese Blüte noch viel weiter nach da bewegt, neigt sich die Vase irgendwann auch genau und kippt gerne um. Ja, die wird dann ein bisschen gagelig und wackelig. Oder wenn man sehr weit nach vorne geht, also quasi in die eine Richtung und hier hinten ist kein Gewicht, dann wird es ja auch ein bisschen wackelig. Aber so, sehr stabil. Das ist gut. Und du hattest ja ein bisschen dran gezweifelt oder hast dir die Frage gestellt, ob gut das so gut... Ja, genau. Ich habe mich gefragt, funktioniert das? Haben sie aber gut gemacht. Sehr gut gemacht. Auch schöne Teile. Da wurden früher so Heißluftballons mit auch gebaut und so. Aber ich finde die klasse, dass man die jetzt mal für eine Vase benutzt. Finde ich auch. Ich finde es so oder so immer wieder faszinierend, was sich die Hersteller einfallen lassen, um dann so eine Blüte entstehen zu lassen. Weil wenn man sich die Einzelteile anguckt, da würdest du nie im Leben damit rechnen, dass sowas am Ende daraus entsteht. Ist schon sehr toll. Sieht sehr toll aus. Und das fand auch jemand, der von der Vase sich ein Bild machen wollte. Ja. Wir haben hier so einen asiatischen Tisch. Genau. Ich glaube, das hier sollen irgendwie... Ich zeige euch das mal. Wir holen mal hier die Pergamentrollen runter. Genau. Und dann drehe ich mal das Tischchen. Da steht auch einiges drauf. Nicht, da steht alles nur ohne Noppen drauf. Das genau, fällt dann deswegen auch runter. Sehr viele Kleinteile, aber das soll laut Anleitung auch so sein. Schaut mal. Und da ist ein schicker Sticker drauf. Ich hatte dann noch einen anderen Sticker dabei. Der würde aber genau die Pfirsichblüte abbilden. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich doch dann den anderen Sticker nehmen. Das wäre dann die Pfirsichblüte, die auch noch mit dabei war. Aber ich habe mich für den hier entschieden. Ist das auch, das fühlt sich nämlich so erhaben an, ist das auch so ein Edelsticker? Hat er so eine Trägerfolie drauf? Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Nein. Okay. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also das wäre jetzt quasi das Motiv, er malt den Pfirsichblütenast vor einem bergigen Hintergrund oder denkt sich den einfach dazu aus. Und das ist dann eher eine andere Vase, könnten auch Pfirsichblüten sein, aber zusammen in eine Vase gepackt. Interessante Bautechnik auch hier, die Noppen sind unten. Ja. Ist mal was anderes, finde ich spannend für den Tisch. Er ist so ein bisschen so gebogen, aber es geht noch. Liegt vielleicht daran, dass ich nicht fest genug geklemmt habe. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein schickes Set, Teil unserer immer größer werdenden Serie aus diversen Blumen, Kakteen, Sukkulenten, Vasen und so. Toll, dass man auch sowas aus dem Noppenstein-Blumenladen machen. Ein Noppenstein-Blumenladen, ja. Pflegehinweise, alle 2 Wochen vorsichtig abstauben. Ganz Wasser simpel. Nicht benötigt. Vielleicht sogar mit dem Staubsauger. Mit der Anleitung hattest du auch keine Schwierigkeiten? Überhaupt nicht, gar nicht. Also, nee, ich kann euch das mal zeigen. Der Marco hatte ja vorher schon die Vase gebaut. Dementsprechend habe ich dann ungefähr hier angefangen und habe dann weitergemacht. Und wir haben ganz kleine Bauschritte, überschaubare Bauschritte. Also können auch echt Kinder bauen, so ab
8, würde ich vermuten. Was man auch nicht vergessen darf, wir haben ja noch eine Katze. Ja, die ist so süß, gell? Wenn die den Kopf nach vorne macht, kriegt sie so ein bisschen Übergewicht nach vorne. Wenn sie aber nach oben schaut, weil sie sich diese riesige, für die Katze riesige Vase anschaut. Ja, das Verhältnis ist ein bisschen... Nicht unbedingt im gleichen Maßstab. Ja, genau. Also ich meine, die Katze wäre jetzt im Vergleich zu dem Tisch auch schon wieder riesig. Das also stimmt. Haben wir hier quasi drei Maßstäbe. Denn wenn man sieht, das hier ist eine Teekanne, das ist eine Katze, okay. Aber süß ist sie trotzdem. Finde ich auch. Auch hier die Nase als so ein Balljoint, also so ein Teil, wo man eigentlich was anderes reinsteckt, das dann wirklich ist. Schön. Ich hätte das jetzt als Anhängerkupplung interpretiert. Ja, ist auch. Ist es eine ja, genau. Aber als Nase, finde ich, kommt es auch gut. Ja. Ich hatte ja erst gedacht, als sie nach vorne gekippt ist, die Katze, dass ich vielleicht die Füße mal wieder irgendwie falsch rumgebaut habe. Ist mir ja auch schon mal passiert, nicht? Aber nein, es war nur der Kopf, den ich ein bisschen hoch machen musste. Der Kopf musste nach oben. Genau. Also man sieht, die haben da überall drauf geachtet, gell? Also hier ja, mit der Blume, dass da nichts fällt und bei der Katze auch sehr gut durchdacht. Ja, und dieser Pfirsichblütenast in der Vase von Forange hat die Setnummer FC8305. 609 Teile für 19,95. Ist auch schnell aufgebaut. Die Abmessungen, ich habe jetzt mal nur die Vase genommen mit den Ästen, ungefähr 40 mal 20 cm und 33 cm hoch. Was meinst du zur Baukomplexität? Entspannt aufzubauen oder eher okay? Entspannt aufzubauen. Und wir haben von Forange noch 4 weitere Blumen, Sukkulenten. Ich nehme das sind auch von den Setnummern her, die vier Sets direkt davor, haben wir auch schon mal gezeigt. Süße Tierköpfe mit Kakteen, Sukkulenten. Ich habe gelernt, Kakteen sind nur eine Untergruppe von Sukkulenten. Und Sukkulenten sind halt diese, brauchen wir nicht Wasser, das ist jetzt botanisch nicht, glaube ich nicht korrekt, aber das hier sind alles Sukkulenten. Botaniker? Ja, also ich jetzt nicht. Ich bin ja froh, dass ich wusste, dass Kakteen auch noch Blüten haben. Für mich ist alles Unkraut, was sich aus der Blume erhebt. Meine Frau ist die mit dem grünen Unterarm. Ja, und Blumenserie, ihr seht ja hier hinter uns auch die Vasen. Da haben wir mittlerweile einiges. Auch hier von Sembo diese durchaus sehr unterschiedlichen kleinen Blumen. Ja, mir der Klaus und die Melissa auch nochmal vorgestellt. Richtig. Jetzt mit den ganzen Vasen. Die finde ich auch toll. Die ist wieder ganz anders. So eine Glocke. Ja. So eine Osterglocke. Finde ich klasse. Ja. Muss man dann sehen, wie gut diese, das sind so etwas biegsame, so Peitschen- oder Angelteile, wie gut das, je nachdem, wie viel Gewicht dran hängt, dann auch so aussieht. Vielleicht biegt sich das ein bisschen. Muss man mal ausprobieren. Ja. Ist auf jeden Fall schick. Könnt ihr ja gerne mal berichten, wenn ihr diese Glöckchen, die Maiglöckchen gebaut habt, wie es denn dann wirkt. Genau. Und das, finde ich, passt auch gut zu deiner Pfirsichblüte. Sowas hier ist auch schön. Mit, also inklusive der Vase, die ist auch Brickbuild. Sieht auch sehr toll aus. Ja. Eine Phalaenoptis. Also das könnte jetzt durchaus eine Orchidee sein, vermute sehr ich mal. Schön. Ich weiß es nicht. Phalaenopsis ist eine Orchidee. Und was ist das? Das ist eine Phalaenopsis. Das ist eine Orchidee. Eine Orchidee, prima. Ach, wie toll. Und hier haben wir noch etwas. Da gehört die Vase nicht dazu. Guck mal, was ich gerade entdeckt habe. Da sind sogar die ganzen Knospen dran. Ja, da sind Knospen. Das ist so schön. Die und 2 Tage später sieht man dann, wie die Orchidee aufgeht. Muss ich nochmal erwähnen. 2 Tage später muss man sie dann quasi umbauen. Ja. Stimmt. Das ist ja auch mal eine interessante Art, ein Set aufzubauen. Man fängt an mit so einer Knospe, nach einer Woche macht man es ein bisschen größer, man baut das Set so nach und nach. Das ist doch mega gut. Man stellt quasi nach, wie sie wächst. Aktiv. Und hier haben wir Baumwolle, Kongen, quasi Baumwollpflanzen, Baumwollblüten in der Vase. Diese Vase allerdings, die hier auch zu sehen ist, ist jetzt nur Deko, das ist nicht Teil des Sets. Also das Set besteht aus diesen... Naja, die könnte man ja dann zu der Orchidee vielleicht mit reinmachen. Denn ich muss sagen, also ehrlich gesagt, die Farben, da gefallen mir jetzt nicht unbedingt so. Aber das finde ich auch bei der echten Baumwolle. Ja, ist halt natürlich hauptsächlich weiß. Ne? Ja, das stimmt. Also es ist sehr detailgetreu gehalten, das wie in Realität, nicht? Ja, und ich würde sagen, für heute war es das dann aus dem Noppenstein-Studio. Noppensteine kann man nie genug haben. Niemals. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Demnächst gibt es noch mehr. Macht's gut. Tschüss. Ciao.